Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII Rebirth. Ich bin jetzt kurz davor, diesen nervigen Kampf hier abzuschließen, den wir beim letzten Mal und auch ein paar Folgen zuvor schon mal vergebens versucht hatten. Und eigentlich war das alles gar nicht so schwer, denn man kann diese Heilwogen scheinbar mit Eis unterbinden. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Ich glaube, man muss das aus dem Magie-Menü herauswirken. Also wenn ich sowas wie Eisimpuls und so genommen habe, habe ich mir gerade eingebildet, dass es nicht funktioniert hat. Das Gute ist aber, dass es egal war, ob du Eis Ra oder den normalen Eiszauber nutzt. Da hatte ich jetzt eigentlich ganz gutes und einfaches Spiel mit Cloud und Tifa im Schlepptau, weil die halt beide Eiszauber gerade beherrschen. Nee, das war schon okay. Bin jetzt sehr froh, dass ich einen Haken dahinter setzen kann und das gedanklich einfach von meiner To-Do-Liste auch streichen kann. So, ich wollte noch ein, zwei Sachen hier mal eben kurz checken. Bei den Sylphenhänden, da fehlt nämlich noch der stürmische Umsturz, genau. Ich war mir nämlich auch nicht mehr so ganz sicher, ob ich hier nicht vielleicht zwischenzeitlich wieder volle Materia angehäuft habe. Analyse zum Beispiel, aber die brauche ich, die wird auch bleiben. Und bei Barrett habe ich jetzt nicht weiter geguckt. Da ist der FP-Boost, der jetzt hier aber auch mitgekoppelt ist. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, aber das liegt jetzt auch schon wieder ein bisschen weiter zurück. Ich habe es jetzt hier scheinbar schon korrigiert. Aerith hat hier einen zweiten Slot, den ich noch gar nicht befüllt habe. Dass ich nämlich aufpassen soll, dass wenn ich blaue Materia mir hier irgendwie zuweise, dass das auch mit einer anderen jeweils gekoppelt ist. Und zum jetzigen Zeitpunkt sieht das ja gut aus. Ich meine aber, dass ich das schon länger auf dem Schirm hatte. Scheinbar aber nicht. Auf jeden Fall sollte das jetzt tippitoppi sein. Verlängert Erscheinungsdauer magischer Diener. Erhöht Schaden von Sturm. Erhöht die MP-Absorption durch Subspirit. Erhöht windelementare Attacke. Das habe ich ja schon mal ausgewählt. Stack das, habe ich dann 20% auf Wind. Ich bin mir nicht sicher. Wir verstärken mal den Sturm noch weiter. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen und wir wirklich zwei Effekte am Ende des Tages haben. So, dann werden wir, mal abgesehen davon, dass es heute höchstwahrscheinlich mit der Hauptstory auch weitergeht, was mich sehr freut. Ich werde jetzt aber nochmal hier gucken, denn wir waren beim letzten Mal so semi-erfolgreich, würde ich mal sagen. Ich bin da so ein bisschen holterdiepolter. Scheinbar in die richtige Ecke reingestolpert, als es darum ging, die Teile für den Wagenbauer zu finden, der uns damit beauftragt hatte, hier nach Zeugs für ihn zu suchen. Und hier bin ich beim letzten Mal eigentlich schon lang geritten, habe da dieses... shit, ich wollte den Kampf eigentlich nicht. Ich dachte, da gäbe es wieder irgendwas zu sammeln. Keine Ahnung, wie ich da manchmal davon ausgehen kann, dass man da was aufheben kann, obwohl diese lange, zarte Linie nicht nach oben ragt, die einem ja immer zeigt, wenn man was mitnehmen kann. Aber wie soll ich das jetzt hier verstehen? Aber es muss auf jeden Fall eigentlich hinter dem Zaun sein, weil es muss da, an dieser Strebe müsste das eigentlich sein. Am Fuße dieser, an dieser dicken Strebe da. Wenn ich an die Karte zurückdenke, so wie ich mir die gerade abgespeichert habe. So mein gefiederter Freund. Dann lass uns da mal eben kurz hingehen. Kann man hier irgendwie nach oben springen oder so? Ja! Das wird safe auf dieser Fläche hier sein. Ja, da ist auch schon das Fragezeichen. Alles klar, das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Da war ich dann aber auch, weil wir zeitlich schon so vorangeschritten waren, ein bisschen in Eile, beziehungsweise habe mich in Eile versetzen lassen, hä? Aber wo genau, das sehe ich hier noch nicht, okay. Ich glaube, wir müssen uns den Weg erstmal freikämpfen, aber das ist auch okay, denn es winkt eine mehr als schöne Belohnung. Also egal, was für eine Belohnung die Dings am Ende abwerfen wird, die Sidequest. Es ist nur schön,
einen Haken hinter Dinge setzen zu können. Vor allen Dingen, wenn wir so kurz davor sind, den nächsten Hauptort anzusteuern. Ey, ich hasse fliegende Gegner in diesem Spiel so sehr wie in keinem anderen Spiel. Wirklich. Das klingt übertrieben, aber es ist so. Das liegt gar nicht mal am Spiel selber. Es ist, finde ich, mit dem Kampfsystem einfach nur schwierig. Vielleicht kann man sich das irgendwie vereinfachen. Ich weiß nicht. Wie besiegt ihr Gegner, die hier... Hallo, was rast der denn so? Ich habe gerade eigentlich nur einmal beschleunigen gedrückt. Keine Ahnung, wie der in diesen Speed-Mode kam. Ach, jetzt wird das... Hä? Vorher stand ich aber, meine ich, an genau der gleichen Stelle. Na egal, Hauptsache es leuchtet und Hauptsache wir kommen da rein. Ich muss jetzt nur noch lernen, wie ich mich umdrehe. Ja, diesmal hat es funktioniert. Sehr gut, ausgegrabenes Holz. Du hast alles beisammen, was der Wagenbauer benötigt. Juhu. Wo zur Hölle bin ich hier? Eigentlich müsste ich hier zugunsten der Kartenaufdeckung auch nochmal die Ränder ablaufen. Ich mache das mal eben kurz, weil so weitläufig ist das ja hier nicht. Über den Zaun hier kommt man scheinbar auch nicht drüber. Hier irgendein Secret. Nee, kein Sekret in dieser Ecke. Ich wollte eigentlich auch irgendwann, fällt mir gerade ein, Sattel und... Oh, alles für Bell nochmal anpassen. Hab mich da jetzt schon ein bisschen dran gewöhnt, aber ich glaube trotzdem, dass so dunkel auf dunkel, weil ich finde schon, dass das Rot relativ dunkel ist, nicht so schön aussieht, wie wenn du da irgendwas Weißes oder Eisblaues oder so hindrapierst. Vielleicht mache ich das vor der nächsten Folge, muss ich mal gucken. So, dann sind wir hier aber erstmal durch. Dann würde ich jetzt hier einmal noch, weil uns die Kisten gerade so schön anstrahlen, nochmal für ein bisschen Remi-Demi sorgen. Und dann, Leute, brechen wir gleich nach Junon auf. Ich wollte gerade sagen, ohne das gleich. Aber wir haben ja hier noch was abzugeben. Dafür haben wir uns ja gerade nochmal hier in die finstersten Junon-Umlandecken hineinbegeben. Hey, warte mal. Ich habe gerade irgendwie schon wieder... leichte Orientierungsschwierigkeiten, obwohl die Hütte direkt vor meiner Nase ist. Ey, wie Kram wir hier einsammeln, dass ich von dem Segen des Planeten nicht schon 100 Stück habe, schon längst. Überrascht mich auch ein bisschen. Egal, gute Neuigkeiten, es lohnt sich aufzustehen, mein Lieber. Wir sind wieder da. Achso, muss ja was aussehen. Vorhandene Teile übergeben, jawohl. Oh, da habt ihr euch ja ins Zeug gelegt. Könnt mich übrigens Freddy nennen. Was wollt ihr denn nochmal von mir? Fragen, was er hier macht, über Gabe fragen, nach Ersatzteilen fragen. Die Ersatzteile waren doch der Grund, warum wir hier sind, ne? Wir machen mal erstmal ein bisschen Smalltalk. Was machst du hier? Für euch sieht's vermutlich so aus, als würde ich gar nichts tun. Ja. Hänge in Gedanken dem letzten Krieg nach. Ihr müsst wissen, das hier diente früher als Bunker vor Luftangriffen. Unzählige Menschen verloren damals ihr Leben. Ich hab's zwar überlebt, muss aber jeden Tag an die denken, die nicht so viel Glück hatten. Okay. Das ist, ja, klingt, als hätte er eine harte Zeit hinter sich. Über Gabe fragen. Der gute alte Gabe und ich haben zusammen im Krieg gekämpft. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Knabe war damals einer der besten Reiter der Chocobo-Kavallerie. Wir sind zu zweit durch die Berge geschlichen und haben die Shinra-Kerle mit Angriffen aus dem Hinterhalt überrascht. Glaubt mir, wir sind dem Tod oft nur um Haaresbreite entkommen. Wir haben unsere Pflicht damals mehr als erfüllt. Alles, was wir beide jetzt noch wollen, ist, den Rest unseres Lebens in Ruhe und Frieden zu verbringen. Es sei euch gegönnt. Genau den Eindruck habe ich auch von ihm, aber mit dem Background erschließt sich, finde ich, auch ein bisschen, warum wir ihn so angetroffen haben, wie wir ihn angetroffen haben. Über den Krieg fragen. Shinra und die Republik schenkten sich damals nichts. Die ganzen Kriegsruinen werden euch ja wohl nicht entgangen sein, oder? Ich bin damals für die Republik in die Schlacht gezogen. Doch wir wurden vernichtend geschlagen. Ihr seht ja, selbst die, die mit dem Leben davongekommen sind, haben sich nie von diesem Gräuel erholt.
bitter nach Ersatzteilen fragen. Kommen wir auf den Punkt. Ach ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. wartet kurz. Ich finde, der ist ein cooler Typ, der Freddy. Hier, fertig. So gute Qualität gibt's nur bei mir. Na los, nehmt schon. Keine falsche Bescheidenheit. Gabe wäre sicherlich überglücklich, wenn Sie noch mehr davon anfertigen würden. Na, ich weiß ja nicht. Und außerdem habe ich viel zu tun. Ihr habt doch jetzt, was ihr braucht, hm? Also macht euch schon vom Acker. Ich würde dem auch gerne ein neues Bettlaken sponsern und vielleicht eine neue Decke und vielleicht ein bisschen beim Aufräumen helfen. Aber vielleicht fühlt er sich auch wohl. Ich mochte auch, dass der so eine kratzige Stimme hat. Ist wahrscheinlich auch wieder irgendein Sprecher, den man aus sich anderen Spielen kennt, kam irgendwie so vertraut vor. Aber stand ihm gut. Na los, haut schon ab. Habt doch sicherlich Besseres zu tun, als mit einem alten Knacker wie mir abzuhängen. Gabe wartet bestimmt schon. Na los, haut schon ab. Aber ich bin doch auch eine alte Knackerin, Kneckerin, alter Knacker. Das ist nur, gibt's nur in männlicher Ausführung, ne? Ich weiß nicht. Wie sagt man, alte Knackerin klingt voll falsch irgendwie. Habe ich auch noch nie jemanden sagen gehört. Aber gibt's auch in weiblicher Form. Auch Frauen werden älter, munkelt man. So, dann gucken wir mal. Boah, ist das lange her, seit ich diese Mission hier angenommen habe. Ich kann mich schon gar nicht mehr an Gabe erinnern. Ich weiß noch, wie er aussah. Aber ich habe seine Stimme nicht mehr im Ohr. Und das geht so nicht. Das müssen wir jetzt einmal bitte refreshen. Hey, Gabe. Hier, für Sie. Freddy hat sich richtig ins Zeug gelegt. Zeig mal her. Nur, wenn Sie den Karren auch wirklich reparieren und sich ab jetzt ordentlich um die Chocobos kümmern. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Gut, du hast mein Wort. Wunderbar. Na, dann können Sie jetzt gleich loslegen. Ha, fertig. Mensch, das ist ja ein kleines Meisterwerk geworden. Dem alten Freddy kann wirklich keiner das Wasser reichen. Was für ein prächtiger Karren. Muss euch wirklich danken. Jetzt kann ich jederzeit wieder durchstarten. Das ist großartig. Doch bevor wir weiterziehen, habe ich noch eine Frage. Hätten Sie die Chocobos einfach hier verwildern lassen, wenn wir nicht zufällig vorbeigekommen wären? Vermutlich. Verstehe. Aber bei einem Gegner wie Shinra durchaus verständlich. Viele haben Angst, was ihnen für Konsequenzen drohen, wenn sie sich den Mächtigen widersetzen. Unsinn! Als würde ich mir wegen denen in die Hose machen. Aber warum haben Sie dann aufgehört zu arbeiten? Tja, also, der Karren ist kaputt gegangen. Und den zu reparieren, da muss man ja erst die Teile beschaffen und dann... Ach, das war mir einfach alles viel zu aufwendig. Zu aufwendig, ja? Schon gut, schon gut. Ich geb's ja zu, hab mich schlecht um meinen Laden gekümmert. Aber ab jetzt hänge ich mich mehr rein. Versprochen. Werd immer ein paar Ersatzteile auf Lager haben und mich auch ordentlich um meine Chocobos kümmern. Hast du das gehört? Wir haben also einen Zeugen. Dich sollte man sich besser nicht zum Feind machen. Pass bloß auf. Das stimmt. Reisen per Chocobo-Kutsche, was? In den Graslanden und der Junon-Region kannst du den Schnellreisedienst der Chocobo-Kutschen in Anspruch nehmen. Sprich dazu mit den zuständigen Mitarbeitern der ortsansässigen Chocobo-Farmen. Warum sollte man das in Anspruch nehmen, wenn man sich auch an die Haltestellen porten kann? Stufe gestiegen. Ausweg aus der Misere. Oh, da steht ein neuer Typ. Oder stand er da schon immer? Ich weiß nicht, auf jeden Fall können wir gleich, denke ich, neue WP verteilen. Hi. Hab gehört, dass Gabe wieder im Geschäft ist. Da gab's kein Halten mehr. Für lange Reisen gibt's nichts Besseres als Chocobo-Kutschen. Natürlich nur die von Gabe. Na, selbstverständlich. Ach so, man kann quasi dann von Farm zu Farm hin und her. Okay, aber heißt das, ich
Aber ich konnte doch vorher auch in die Graslande, oder? Ich weiß nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Ich meine aber, das ging auch so. Ist aber vielleicht auf diesem Wege komfortabler. Aber ich finde 300 ist schon relativ teuer. So, egal. Ich will jetzt nur einmal kurz gucken, wo Gabe steht. Der ist nicht an seinen ursprünglichen Ort zurückgekehrt. Der ist gerade so von dann geschlendert. Und ich dachte, ach, da ist er. Hi. Werd mich ab jetzt anständig um die Vögel kümmern. Sie haben's verdient. Beim alten Freddy schaue ich sicher auch in nächster Zeit mal vorbei. Werd mich ab jetzt anständig um die Vögel kümmern. Ich weiß nicht. Ich will ja immer versuchen, an das Gute im Menschen zu glauben. Aber woher kommt denn der Umschwung? Vorher war ihm die Chocobo egal. Das hat er ja jetzt zugegeben. Warum sollen die ihm jetzt so plötzlich wichtig sein? Weißt du, der hat auch vorher den dabei zugeguckt, wie die vor sich hin gammeln. Ich weiß nicht, wie ich Gabe da einordnen soll. Aber ändern können wir es ja jetzt eh nicht. Verlassen wir uns aufs gesprochene Wort und gucken beim nächsten Mal vielleicht nochmal vorbei. Codex Stufe 4 freigeschaltet, jawohl. Ich habe ja aber in den niedrigen Bereichen immer noch so viel zu tun. Oder freizuschalten. Tifa und Aerith schärfen gemeinsam ihre Konzentrationsfähigkeit. Die beiden werde ich halt eher nicht zusammen ins Team holen, denke ich. Füllt die ATB-Leiste bei Kampfbeginn geringfügig auf. Ich habe halt lieber längere Effekte, die mir dabei helfen, langfristig im Kampf und idealerweise auch mehrfach gute Dienste zu leisten. Deswegen kriegt das jetzt hier den Vorrang. Weil Kampfbeginn hast du nur einmal. In einem 20-Minuten-Kampf hast du ansonsten von diesem Effekt gar nichts. Das ist immer so ein bisschen meine Logik dahinter. So bei kleineren Kämpfen, wenn die in kurzer Abfolge hintereinander wegkommen, ist sowas natürlich ganz nett. Aber eben auch nur dann. So, haben wir jetzt hier irgendwie neue Symbole? Irgendwas, was noch offen war? Ich glaube nicht. Ich gucke jetzt nochmal kurz hier. Aufträge abgeschlossen. Warum ist nur... Achso, das war der einzige Auftrag, den wir bisher in Junon hatten. Aber gut, ich bin ja auch eigentlich noch gar nicht so richtig hier im Gebiet angekommen. Das wird sich aber hier und jetzt ändern. Sei denn, ich habe jetzt noch irgendwas vergessen, aber ich denke nicht. So, warte mal, dann werden wir mal auf dem Rücken unseres gefiederten Freundes. Da ist er auch schon, oder sie. Sorry, Belle. Muss mich erstmal umgewöhnen, weil wir so lange mit Pico unterwegs waren. Das geht nicht so einfach von heute auf morgen. Ich gucke mal eben noch mal ganz kurz in die Synthese. Barmherzigkeit des Planeten und Goldstaub. Okay, warte mal, hier, 5 Punkte. Ach, die Gnade des Planeten. Ach, hier kann ich das eintauschen. Moment, das habe ich ja viel zu spät gesehen. Nein, ich wollte eigentlich noch mal hin. So, wo kann ich jetzt noch mal die Anzahl bestimmen? Warum geht das denn nur einmal? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Egal, ich mache das mal erstmal einmal. Wahrscheinlich kommt jetzt... Ja, jetzt kannst du eine Menge angeben, weil du beim ersten Mal immer noch diese komischen Punkte da kriegst. So, weil dann würde ich jetzt einfach mal ein paar davon machen, weil dann lohnt sich das nämlich auch wieder Salbei und so einzusammeln. Das macht, glaube ich, viel mehr Sinn, als das einfach zu verkaufen für einen Preis, der eventuell nicht ganz verhältnismäßig ist. So, hier haben wir Zinkerz und Barmherzigkeit des Planeten. Ich glaube, diese Barmherzigkeit ist schon so ein erster Indikator dafür, dass man das gedanklich in die nächste Region schieben kann. Ein Talisman der Klasse 3, der aus goldenen Tiefseemuscheln gefertigt wurde. Korallentalisman. Ab damit. Ab dafür, sagt man, ne? So, sehr schön. Dann haben wir den auch. Ich bin hier aber schon länger nicht mehr gewesen, ne? Weil hier plötzlich so viel möglich ist. Knochenarmreif. Ey, diese Dinge müsste ich mir nochmal im Grasland kaufen. Wenn ich dran denke, werde ich versuchen, das vor der nächsten Aufnahme nochmal zu besuchen. Also spätestens jetzt mit der Kusche sollte das ja gehen. So, und dann kann ich hier den Barbarenarmreif einmal upgraden. Und den Korallentalisman, den wir eben erst eingetauscht haben, genauso. So, was haben wir hier Schönes? Da können wir zumindest ein Psycho-Amulett einmal synthetisieren.
Ja, diese Quisi-Kralle sollte ich auch nochmal holen. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich glaube, das geht über Chatley am schnellsten. Zinkerz haben wir noch nie gesehen. Hochwertige Ungeheuerhaut. Warum habe ich denn eine davon? Wo habe ich die denn her? Ich weiß es nicht mehr. Kann man sich bestimmt irgendwie in den Menüs anzeigen lassen. Aber ich habe zum jetzigen Zeitpunkt ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wo man das am besten sieht. Ist aber auch nicht so wichtig. Ich wollte nur hier einmal kurz nochmal updaten. Und der Rest, der wird sich jetzt hiermit befassen. Wobei, warte, ich habe gerade schon wieder einen Fehler gemacht. Weil wir haben hier irgendwann mal aufgehört, die Ränder richtig abzulaufen. Warte, ich habe gerade irgendwie an einer komischen Stelle eine komische Kurve gezogen. So, nee, ich wollte eigentlich... Okay, weißt du was? Ich porte mich einmal... Nein, ich wollte nicht laufen, ich wollte Chocobo nehmen. So, warte. Kommst du noch mal einmal zu mir, mein Freund? Ach, auf die Bank setzen wäre vielleicht auch sinnvoll. Oh Mann, ey, wieder 10.000 Sachen parallel. Was ist das hier für ein Symbol? Ach, das ist der Kutschenparkplatz. Der ist jetzt auch eingezeichnet. Weißt du Bescheid? So, Leute, jetzt machen wir es aber richtig, weil jetzt bin ich hochgeheilt. Jetzt habe ich den Marker einmal hier gesetzt. So, und hier wollte ich einmal nur die Strecke einfach nach oben laufen, weil ich nicht weiß, ob wir das beim letzten Mal schon getan haben. Die Karte ist zwar aufgedeckt, aber die sieht nach so... Aha, siehst du, hier geht es nämlich schon los. Die sieht nach so leichtem Grauschleier aus. Eigentlich gar nicht so schwer, das Wort. So, nein, aber ey, das mit der Treffsicherheit, das hat irgendwann mal besser geklappt als hier. Und da haben wir ein Rubin. So, sehr gut. Achso, die Häschen waren nur Häschen. Ich dachte, das wäre die nächste Gegnertruppe. Das hier dürfte jetzt alles neu sein. Gott, das Ausrufezeichen, es ist so nah. Guten Tag. Hallo. Können wir das Schild jetzt schon lesen? Warte, so nah war ich hier noch nie dran. Das scheint aber auch so ein kleines Nadelöhr zu sein. Also eigentlich ein ganz guter Punkt, um da einen natürlichen Cut zu ziehen. War ich hier schon mal? Nee. Ich würde sagen, das hier ist komplett neues, fremdes Terrain, wo ich gerade sehr, sehr wenig erkenne. Ich habe jetzt zuletzt schon wieder so viel an den Einstellungen hier hin und her rumgemodelt. Warte mal. Zutritt nur für Befugte. Wenn ihr euch ausruhen wollt, geht nach Unterjunon. Zutritt nur für Befugte. Ich will aber nach Oberjunon und nach Mitteljunon. Zivilisten haben hier nichts zu suchen. Nach Unterjunon geht's die Küste entlang. Zivilisten haben hier nichts zu suchen. Okay, also Unterjunon Küste entlang, das ist genau die Ecke, wo man wahrscheinlich auch nach Junon reinkommt. So, ich werde übrigens auf die Frage, die ich beim letzten Mal so angefangen habe zu beantworten von dir, Fox, nee, die werde ich auf jeden Fall aufgreifen, habe ich nicht vergessen, wenn ich das nächste Mal wieder durch die Pampa reise und in Gebieten unterwegs bin. Tut mir leid, dass das zuletzt alles so ein bisschen zerhackstückelt war, aber kann man halt schwer steuern, wenn man die Spiele nicht kennt und nicht so ganz weiß, wann man in welcher Form durch wen oder was unterbrochen wird. Diese Ecke hier, da waren wir aber nicht beim letzten Mal, oder? Das sieht so ein bisschen aus wie der Baustellenbereich, wo wir gegen Ende der letzten Folge die Schatzsuche hatten. Das ist aber was anderes. Ist hier vielleicht jemand oder etwas? Eine weitere Schatzsuche? Bitte keine weitere Jagd. Zumindest nicht, wenn sie so so anspruchsvoll ist wie die letzte. Also auch wenn es mit dem Wissen um diesen Eiszauber am Ende relativ gut geklappt hat, so fand ich das trotzdem beschwerlich. Hier waren wir aber. Auf die Plattform an die Plattform erinnere ich mich noch. Ja, hier sind wir beim letzten Mal schon lang gelaufen. Genau, da ist auch noch das Symbol der Schatzsuche. Alles klar. Dann würde ich jetzt einfach mal straight aufs Ausrufezeichen zurennen. Auch wenn es so straight hier leider gar nicht geht, weil wir überall Hindernisse haben. Aber wenn man die richtigen Lücken hier einmal spottet, dann geht das schon. Unterwegs können wir wenigstens noch ein bisschen Firlefanz einsammeln. Jawohl. Warte. Das Zeug da will ich auch noch haben.
Wer weiß, wann wir das nächste Mal hier vor den Toren Junons so rumkraucheln werden. Boah, ich stelle mich jetzt auf so ein richtiges Cutscene-Feuer ein. Ich habe richtig Angst vor den Minispielen. Oh, ich bin hier gar nicht am Eingang. Ich glaube, da kommt wieder einiges Übles auf mich zu. Aber ich glaube, in jeder Stadt, die man hier besucht, hä? Ich sollte mich mehr an der Minimap orientieren. Ich verpasse die ganze Zeit. Gehört das hier schon zu Junon? Nein. Unter der Festungsstadt liegt ein Vorort. Unter Junon. Ein marodes Fischerdorf. Ha, typisch Shinra. Alles, was denen nicht in den Kram passt, wird nach unten verfrachtet. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, so könnte man das durchaus sehen. Ich weiß gar nicht, ich kenne das nur aus vielen Videospielen, vor allen Dingen aus West-RPGs, aber auch aus manchen JRPGs. War das früher tatsächlich so, dass wenn du so größere Dörfer oder Städte hattest, dass der Pöbel, sage ich mal, immer unten gewohnt hat oder gelebt hat und die Reichen und Adligen immer ganz oben? Also, wenn es überhaupt mehrere Ebenen gab. Aber das zieht sich halt wie so ein roter Faden durch viele Spiele. Ich meine, das hat aber tatsächlich einen reellen Hintergrund, weil das wirklich mal so gewesen sein könnte, aber kein Plan. So, auf jeden Fall sehr imposant. Also das ist jetzt zwar gerade nur so ein linearer Weg, aber je näher man kommt, desto monströser sieht das hier halt aus. Das ist aber auch so ein echt, so ein richtiges Riesenteil, ey, so ein Ort, wo ich nie leben wollen würde. Zumindest nicht, wenn es so um optische Kriterien geht und was man so mit Wohlfühlen assoziiert. Einfach nur ein reines mechanisches Militärmonster. So sieht das für mich aus. Aber soll es ja auch sein. Das soll wahrscheinlich als Militärbasis auch Feinde ein bisschen zurückschrecken lassen. Nicht so schnell. Willkommen unter Junon, dem Ort, wo niemals die Sonne scheint. Mein Name ist Rhonda. Ich stehe der hiesigen Bürgerwehr vor. Ups. Was wird das? Avalanche. Was, wenn es so wäre? Am besten melde ich euch einfach mal. Wer weiß, vielleicht macht ihr mich ja reich. Also an deiner Stelle würde ich das nicht tun. Du heißt Aris, hm? Für dich gäbe es 500.000 Gil. Echt? So viel? Wie sie sich freut. Wenn ihr wollt, könnte ich es aber auch bleiben lassen. Bin schließlich kein Unmensch. Das ist doch sicher eine Falle, oder? So etwas kann nur jemand sagen, der unsere Geschichte nicht kennt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne verschwinden. Ansonsten... Die Herberge ist da vorne. Und die Zimmer sind alle frei. Hast du Männer in schwarzen Kutten gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Mit schwarzen Anzügen kann ich allerdings dienen. Zwei Männer und eine Frau. Die Turks. Hört. Sie sind mit dem Aufzug darauf gefahren. Schlagt euch das schön aus dem Kopf. Ihr wisst das ja sicher. Aber Junon ist fest in Shinras Hand. In dem Aufzug haben Leute wie wir nichts zu suchen. Außerdem ist oben gerade was los, mit entsprechender Sicherheitsstufe. Die Gardisten sind ziemlich nervös. Also macht uns hier bitte keinen Ärger, hört ihr? Sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Wir zittern. Nee, aber die ist schon cool irgendwie. Die hat, wie sagt man so schön, die hat Schneid, die Frau. Ich fand es auch cool, dass sie so transparent uns gegenüber war. Ich habe nur darauf gewartet, dass sie irgendeine Bedingung stellt. Das wäre eigentlich ihre Chance gewesen. Also ich meine, vielleicht ist sie einfach nur ein herzensguter Mensch, kann natürlich auch sein. Aber das wäre ihre Chance gewesen, uns mit irgendeiner Aufgabe zu behelligen, die wir ihr abnehmen können. Und ja, das hat sie aber nicht gemacht. Toll, wo habe ich mich jetzt hier wieder reinmanövriert?
Ah, wir kommen aber wieder hoch. Ey, der Track im Hintergrund, der ist so schön. Aber generell, wenn Flöten ins Spiel kommen, dann wird's halt immer schön. Ich mag den jetzt schon sehr, den Ort, allein wegen der Musik. Verhaltet euch bitte ruhig. Keine Angst, ich werde euch nicht melden. Was ist? Vertraust du mir etwa nicht? Verhaltet euch bitte ruhig. Also ich glaube, ein gesundes Misstrauen ist hier durchaus angebracht, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir ihr vertrauen können und dass sie uns mit einigen Aufträgen noch füttern wird. Vielleicht wird sie uns auch irgendwann nochmal das Leben retten bei irgendeiner Flucht vor irgendwas. Nach langer Zeit habe ich da unten mal wieder eine Materia gespottet. Warte mal, komme ich da? Boah, ich weiß nicht, wie ich da jetzt am klügsten vorgehen will. Ich versuche da mal jetzt einfach runterzuspringen. Wie, das macht er nicht? Okay. Ich finde, das sah hier sehr runterspringbar aus, aber scheinbar nicht. Na gut. Boah, dieser Track, der strahlt so eine Ruhe aus. Dabei ist dieser Ort eigentlich gar nicht ruhig. Weil irgendwie schreit er auch so nach Gefahr. Und ich weiß nicht. Ich glaube, hier wird noch irgendwas passieren. Aber vielleicht auch erst... Und was jetzt? Die schwarzen Schluffis sind jedenfalls nicht zu sehen. Es macht eigentlich keinen Unterschied, was ihr Ziel ist. Wenn sie hier weg wollen, gibt es nur zwei Wege. Über das Meer oder durch die Luft. Das stimmt. Wir sollten uns aufteilen und umhören. Vielleicht hat ja irgendjemand etwas gesehen. Ein Mann in Schwarz zum Beispiel. Oder weiß, wo wir uns ein Boot leihen können. Treffen wir uns anschließend im Hotel wieder? Ja, machen wir. Aber bleibt unauffällig. Im Hotel? BDK-Gegner in Unterjunon hinzugekommen. Was ist denn BDK-Gegner? Wofür steht dieses Kürzel denn? Früher wehte hier mal eine herrliche Salzbrise. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin gerade auch voll irritiert gewesen, dass sie das Ding Hotel und nicht irgendwie Gasthaus oder so genannt hätten. Ich weiß nicht, Hotel assoziiere ich immer mit so mehrstöckigen High-End-Dingern, aber das wird ja hier wahrscheinlich einfach nur so eine gemütliche Hütte oder sowas sein. Na gut, aber wir sind im Fischerdorf angekommen. Und ich bin schon wieder schier überwältigt, ob des Detailgrades, den wir hier vorfinden. So sieht man sich wieder. Was hältst du von einem Foto mit der Festungsstadt im Hintergrund? Ja. Boah, Cloud. Voll am Posen hier. Du glaubst gar nicht, wie faszinierend ich diesen Ort finde. Allein schon die Farbe des Meeres. Einfach schaurig schön. Sicher der Einfluss des Unterwasserreaktors, meinst du nicht? Auf jeden Fall muss das alles hier festgehalten werden. Vielleicht findest du ja noch andere gute Fotomotive. Ich bin gespannt. Ich habe hier in der Region schon gute Motive gefunden. Vielleicht, wenn ich da jetzt nochmal hinkehren würde. Ach nee, die werden eingezeichnet, okay. Ey, dieser Ort hier, der wird nochmal richtig spannend. Regionskarte anzeigen. Weil da ploppen inzwischen so viele, oder sind schon aufgeploppt, so viele Symbole. Warum ist hier ein Haken dran, obwohl ich nur 2 von 4 habe? Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht, weil alles, was man zum jetzigen Zeitpunkt abschließen kann, schon abgeschlossen ist. Ich weiß nicht. Möchtest du Bericht erstatten? Gezeigt, nicht entdeckt. Nö, wenn wir nichts haben, können wir auch nichts berichten. Sag Bescheid, falls du noch andere gute Fotomotive entdeckst. Ja, wie gesagt, habe ich schon, aber... Kriegt man dafür auch Belohnung, wenn du random irgendwo Fotos schießt, wo du der Meinung bist, das sieht hübsch aus und ihm das dann zeigst? Ich glaube nicht, aber kein Plan. So, warte mal, Red hat ein Smiley. Bei Red habe ich irgendwas richtig gemacht in der Vergangenheit. Das ist das erste Mal, dass ich kein neutrales Gesicht über meinen Leuten sehe. Vor langer Zeit befand sich auf diesem Teil des Ozeans die Hauptstadt der Republik Junon. Sie wurde damals auf einer Flotte miteinander verbundener Schiffe errichtet. Die einst stolze Metropole ist dank Shinra nur noch ein Trümmerhaufen am Grund des Meeres. Und an ihrer Stelle wurde eine unsinkbare Stadt aus Stahl errichtet, die auf den Ozean herabblickt. Ein Grabmal der Republik, die Shinra in den Ruin getrieben hat. Zumindest steht es so in den Geschichten.
Vor langer Zeit befand sich auf diesem Teil des Ozeans die Hauptstadt der Republik. Ich glaube, ab jetzt wiederholt er sich. Sie wurde damals auf einer Flotte miteinander hat mit dieser Schiffe Dialog errichtet. Mit ihm jetzt was gebracht für unser freundschaftliches Verhältnis? Bestimmt nicht, ne? Sonst wäre ja die Einblendung gekommen, dass sich da irgendwas geändert hat. So, was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben eine Zauberfibel, wir haben einen Waffenladen. Was wird das nochmal? Ach, das ist Karten. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Das ist schon ewig her. Schwarzes Brett. Krämerladen. Hier ist der Punkt, wo wir uns treffen. Oder war das hier? Warum hat dieser Ort zwei Rastpunkte? Auf der Suche nach Informationen. Zielbereich. Okay. Also ich finde, in Städten ist die Karte oftmals nicht so hilfreich. Vielleicht grob zur Orientierung, aber in den meisten Fällen ist man, finde ich, besser bedient, wenn man sich selber umschaut, ohne sich daran zu orientieren. Das sind aber sehr faszinierende Farben. Also ich finde das hier sehr düster, aber irgendwie auch sehr schön. Das sieht aus wie so ein Esoterikladen, wo du dir, keine Ahnung, Räucherstäbchen und Tarotkarten kaufen kannst. Hi. Unsere Auswahl macht ordentlich was her. Ja, das musst du erstmal beweisen. Ich glaube, es lohnt sich erst da wieder reinzugucken, wenn wir überall zweistellig sind. Also nicht überall, sondern bei mindestens einem Charakter. So, aber sehr, sehr schön. Ich finde das sehr faszinierend, wie diese Zauberfibelhäuser immer designt sind. So, warte mal, wo führt das hin? Eventuell zum Waffenladen? Ich würde aber sagen, der ist auf gleicher Höhe wie die Fibel. Was ist das jetzt hier? Ah, hier komme ich gleich. Oh mein Gott, ich bin voll aufgeregt. Ich war mal voll drin in dem Thema. Und dann habe ich jetzt so lange pausiert. Na, mal gucken, wie das funktioniert. Mein größtes Manko ist, glaube ich, dass ich das mit den Schwächen noch nicht so verinnerlicht habe. Weil das war, glaube ich, der letzte Tutorial-Punkt, den wir irgendwann mal mitgeteilt bekommen haben. Hat er gerade gesagt, da steht es noch, den können wir abziehen. Ich mag diese Begrifflichkeit nicht, vor allen Dingen, wenn das so von Rotzbängeln kommt. Aber das kommt vielleicht auch daher, dass ich in Berlin groß geworden bin. Und da wird anders abgezogen als auf spielerischem Wege. Deswegen assoziiere ich mit diesem Ausdruck immer eher sowas, wo sich Widerstand in mir regt, sage ich mal. So, dann gucken wir mal. Hey, du da! Hast du vielleicht Lust auf eine Runde Karten? Falls ja, dann spiel doch gegen uns, okay? Ich bin Burkhard, der jüngere Bruder. Ich bin Volker, der ältere Bruder. Zusammen sind wir die Gebrüder Kart. Zwillinge mit der Lizenz zum Kartenspielen. Erst trittst du gegen meinen Bruder an. Gewinnst du, spielst du danach gegen mich. Zwei Partien zum Preis von einer. Ein Spitzenangebot. Allerdings, bei auch nur einer Niederlage kostet dich das 3 Gil. Abgemacht? 3 Gil, wie süß. Ich glaube, das kann ich gerade noch so verschmerzen. Bei Niederlage zu zahlen, jawohl. Ist okay. Ich kann mich auf eure Kondition einlassen. Ich unterschreibe das mit echter Tinte. So, kann ich mich darauf verlassen, dass mein Deck noch okay ist? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich nach dem letzten Spiel vielleicht irgendwas noch bekommen habe, was ich hier vielleicht noch mit einbauen möchte. Der hier zum Beispiel, aber da habe ich ja einen schon im Deck mit drin. Wie heißt der? Der Montisaurus. Ist ganz nett. Ich würde das einfach probieren mit dem jetzigen Deck und dann gucken wir mal. So, wie kann ich beginnen? Einmal hier rüber bitte. Und dann schauen wir mal, was die so können, beziehungsweise was ich noch kann. Eigentlich ist das die spannendste Frage, ob ich da noch irgendwie drin bin. So, wie war das hier nochmal? Da wollte ich die Superkarten nicht haben. Den Elferdunk, den sehe ich am Anfang auch nicht. Warte mal, den tausche ich einmal. Und der Rest ist eigentlich okay. So, Spielbeginn. Jawohl. Ja, der Kalmwolf ist für den Anfang auch okay. So, da haben wir nämlich direkt die Karte, mit der ich immer ganz gerne gestartet bin. Machen wir auch diesmal. Jetzt ist der Gegner erstmal dran. Ich dachte gerade, ich hätte noch einen weiteren Zug. Keine Ahnung, hat sich gerade irgendwie so angefühlt. Nehme ich den jetzt schon? Ein Feld würde davon nicht profitieren, egal. Hauptsache, so schnell wie möglich, so viele Felder wie möglich okkupieren.
und schneller sein als der Gegner. Das war ja seit jeher die Devise. So. Ich kann mit diesen Karten irgendwie nach wie vor nichts anfangen, die sich so nach hinten ausrichten. Ich weiß nicht, welches Setup man anstreben muss. Ich hatte noch kein einziges Mal so eine Situation, wo ich mir dachte, jetzt ist der perfekte Moment gekommen. Guck mal, der hat auch voll die Kaktoren-Allianz hier. So. Den hier habe ich noch nie eingesetzt, den Sturmgardisten. Eigentlich müsste ich den auch aus meinem Set verbannen, weil diese vertikale Fünferreihe, die kann ich hier auf dem Spielfeld noch gar nicht so wirklich zu meinem Vorteil nutzen. Deswegen bringt das gefühlt alles noch nicht so wirklich was. So, ich hole mir jetzt hier mal die mittlere Fläche noch. So, und jetzt ist das Gebiet ja schon aufgeteilt, ne? Ging das irgendwie noch, dass sie einem das wegnehmen? Ja. Aber das kann ich doch theoretisch auch, oder? Warte. Muss ich kurz überlegen. Den mittleren würde ich nämlich gerne nutzen. Oh, da kann ich jetzt aber... Dadurch, dass da nur ein so ein Mannequin drauf ist. Warte mal, mit den Zweien da... Also, ja, ich gucke halt immer irgendwo hin und zeige da manchmal auch mit dem Finger rauf. Aber ihr seht das ja gar nicht. Deswegen ergibt das ja alles gar keinen Sinn, was ich hier teilweise von mir gebe. Also, mit dem Kalmwolf zum Beispiel würde ich dem doch, wenn ich das hier platziere... Ja, zwei Felder wegnehmen, genau. Der Sturmgardist wäre hier halt perfekt, aber den kann ich hier nicht raufbappen. Oder auch der Titan. Der würde auch helfen. Wobei, warte mal, der Titan, der gibt mir mehr Punkte. Ach nee, den kann ich da gar nicht raufsetzen. Habe ich doch gerade schon richtig festgestellt. Der kann nur hier oder da. Da bringt mir das leider nicht so viel. Warte mal, dann mache ich jetzt einmal den hier. Einfach um den Gegner ein bisschen zu ärgern. Ich glaube, das könnte nämlich hier knapp werden. Ja, vor allen Dingen, weil der immer weiter in mein Hoheitsgebiet eindringt. Das missfällt mir. So, wir holen jetzt aber mal den Titan um. Oh, wobei, ich könnte auch auf der rechten Seite richtig Remi-Demi machen. Das ist jetzt gerade schwierig. Vor allen Dingen, weil die mittlere... Nee, ich mach den Titan hier nach unten, weil die mittlere Linie, Zeile, wie auch immer, da führe ich ja auch schon mit 6 zu 0. Und hier unten kann ich gerade jeden Punkt irgendwie noch gebrauchen. Der versucht da auf der mittleren Route aufzuholen, aber das wird dem nicht gelingen. So, und ich brauche unten auf jeden Fall mehr Punkte. 4 Punkte zum Beispiel. 4 Punkte sind gut, oder? Ich glaube, auf den Versuch lasse ich es ankommen. Was heißt Versuch? Wir haben jetzt in 2 von 3 Zeilen die Oberhand. Hoffentlich bleibt das so für die mittlere Reihe und das ist der Fall. Sehr gut, weil dann sollte das hier oben eigentlich kein Thema mehr sein. Oh shit. Die mit den vielen Punkten, die kann ich jetzt hier gar nicht mehr einbringen. Das ist natürlich nicht so geil. Aber sollte trotzdem reichen. Oder? Ich glaube, wir sind durch. Wie war das nochmal? Aussetzen und Spiel beenden? Mache ich einmal. Das lief eigentlich ganz gut. Ich habe bis zum Schluss immer so ein bisschen Panik noch, weil ich das Gefühl habe, irgendwas übersehen zu haben. Aber das hat doch ganz... Gar nicht schlecht. Aber jetzt geht es gegen mich. Ja, und der wird wahrscheinlich noch krasser sein. Besiegte Gegner 3 von 6. Ich sage einfach mal ja. Für die Niederlage meines Bruders fordere ich Revanche. Ich habe nämlich gerade kurz überlegt, ob ich nochmal speichern soll. Aber 3 Gil verliere ich notfalls, das kann ich verschmerzen. Und die Ogre-Karte, die ist mal richtig sexy, auch wenn das Spielfeld immer noch zu klein ist. Eigentlich bringt die mir zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Aber die 5 Punkte, die kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. So, ich beginne mal die Partie. Und dann gucken wir, ob wir das nochmal wiederholen können, was gerade eben schon gut funktioniert hat. Welche Karten tauschen? Boah, warte mal. Ich würde die hier einmal tauschen wollen. Sturmgardist. Ich glaube, den Sturmgardisten mache ich auch erstmal weg. Der wird später vielleicht nochmal interessant. Spiel beginnen.
So, jetzt habe ich hier meinen geliebten Kaktor, den ich am Anfang immer einsetze, leider nicht zur Auswahl. Das stimmt mich ein bisschen traurig, aber egal. Wir starten mal einmal hiermit. Der wird jetzt bestimmt der zweite Bruder auch ein deutlich besseres Kartenset haben. Da geht es nämlich schon los. Startet er direkt mit 3 Punkten. Wie frech ist das denn? So, man könnte mit dem Montisaurus ein bisschen auf die Kacke hauen. Wie kriege ich am meisten Fläche? Wahrscheinlich wieder mit ihmchen. Ich mag den Auslöscher 2.0. Der ist so eine meiner liebsten Karten immer direkt zu Beginn. Am liebsten immer Kaktor und Auslöscher so hintereinander weg. So, mit ihm würde ich 3 neue Felder bzw. 2 neue angrenzenden bekommen. Hier genauso. Ich könnte aber auch überlegen, erstmal oben mich ein bisschen auszuweiten. Schwierig. Man könnte das zum Beispiel hiermit machen. Ja, ich glaube, ich gehe erstmal hier rauf. Und heb mir die, die ein bisschen mehr Fläche theoretisch noch abdecken könnten, dafür auf, wenn ich mehr in die Mitte vordringe. Und hier würde ich halt gerne spielen, aber da auf dem mittleren Feld, da wo ich jetzt nur ein so ein Pöppel drauf habe, hier würde ich die gerne hinlegen, aber machst da halt nichts. So, die bringt mich nicht so ganz weiter. Ich glaube, die Runde könnte tricky werden. Bauchgefühl. Oh, die wäre auch so geil, die einmal hier irgendwie reinzuballern. Aber was willst du machen? So, dann nehme ich mal einmal das hier. Gucken wir mal, was der noch so auf der Hand hat. Ja, noch ist das letzte Wort hier noch nicht gesprochen. So, weil hier könnte ich jetzt zum Beispiel mich entsprechend ausdehnen, und das machen wir auch. Das Feld ist dafür nämlich sehr gut geeignet. So, was haben wir jetzt noch? Was ist das denn hier? Die Quisi-Karte, die ist ja auch spannend. Aber die hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Jetzt habe ich leider nicht mehr so viele Optionen. Ich kann da unten eigentlich nur diese Karte spielen. Boah, das ist mir eigentlich zu wenig, aber ich bin gerade alternativlos. Ich könnte das obere linke Feld noch bespielen, aber das, da kommt der Gegner eh nicht hin, deswegen ist sie jetzt aktuell noch uninteressant. Ey, der hat mir mein unteres Feld wieder weggenommen. Nein, jetzt habe ich keine Karte, die ich spielen kann auf dieses 1er Feld. Oh nein. Das könnte jetzt mein K.O. bedeuten. Warte mal. Habe ich irgendwas, was so weit nach rechts ragen würde? Nee. Shit, ey. Schade. Schade, schade. Ich glaube, ich werde die Quisi-Karte jetzt aber einmal spielen. Der wird mir jetzt leider dieses mittlere Feld abnehmen. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas zu übersehen. Aber ich glaube, ich bin hier... Ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Ich mache mal einmal den Elferdunk weg. Ist von den Punkten her wenigstens ganz ordentlich, aber... Nein. Ich glaube, das war's, Leute. Ich kann ja jetzt auch nichts machen. Nee, die muss ich jetzt aussetzen. Ich kann ja hier nichts mehr platzieren. Oh Mann. Das ist traurig, aber es ist erklärbar. Also ich finde, Niederlagen hier fühlen sich zumindest bisher nicht so hart unfair an. Ich probiere es jetzt mal nochmal, und wenn sich abzeichnet, dass ich hier vielleicht gewinnen könnte, dann hole ich euch gleich nochmal mit rein. Ey Leute, ich wette, diesmal wird es klappen. Wisst ihr warum? Ich hatte direkt zu Beginn den Kaktor und den Auslöscher. Das ist ja eh meine Lieblingskombi. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich einen Teufelsreiter hier habe, und guck mal, wie prädestiniert der hier ist, um den direkt zu Beginn hier einfach reinzuhauen. Hä, warum hat denn der Teufelsreiter sich gerade nicht nach rechts ausgebreitet? Das habe ich gerade nicht verstanden, weil das sah auf den Feldern eigentlich so aus, als ob er das könnte. Aber
Okay, dann habe ich es wohl falsch gelesen oder falsch gedeutet. Ich spule mal ein bisschen vor. So, das ist jetzt die dritte Runde. Die zweite war komplett für ein Poppes. Also die, über die möchte ich jetzt nicht mehr sprechen. Die war auch nur ganz kurz. Aber hier zeichnet sich gerade eine Tendenz ab, die in die richtige Richtung geht. Denn eigentlich ist jetzt schon der Gegner offiziell handlungsunfähig, richtig? Das heißt, jetzt kann ich hier eigentlich schon anfangen, schön Punkte reinzuballern und versuchen, den Rückstand ein bisschen aufzuholen. Das müsste ich eigentlich nur noch in der... Obwohl, nee, warte mal, hier in der zweiten. Da muss ich die Karte noch einmal spielen, sonst haben wir hier kein Gewinn. Und dann habe ich jetzt hier unten, aber das sind... Oh! Das sind nur Einserfelder. Da komme ich jetzt nicht mehr weiter. Jetzt habe ich mich in eine Sackgasse gebracht. Ich muss auf jeden Fall einen Elferdunk mal auswechseln und dafür irgendeine Einserkarte noch mit reinsetzen. Ich hoffe, das reicht jetzt trotzdem. Wir dürften den jetzt theoretisch nicht zu Null schlagen, aber eigentlich müsste der Sieg auf unserer Seite sein. Und das ist er auch. Yay! Yeah! Voll cool, ey. Ich habe dieses Spiel voll vermisst. Eine gewöhnliche Karte ohne besondere Fertigkeiten. Das ist okay. Gibt's doch gar nicht. Doppelte Niederlage. Du bist einfach zu stark. Warte mal, was wird jetzt aus unseren 3 Gil? Na, die muss er uns natürlich noch geben. Bei einer Niederlage werden 3 Gil fällig, war abgemacht. Wer verliert, ist egal. Ich mach doch nur Spaß. Dieses Mal geht der Sieg an dich. Aber nächstes Mal holen wir uns die 3 Gil. Kannst gern vorbeikommen, wenn du mal wieder spielen willst. Okay, es war mir eine Ehre. Ihr wart auf jeden Fall würdige Gegner. Vom Schwierigkeitsgrad eigentlich genau richtig, kann man sagen. Der Einsatz ist 3 Gil. Einverstanden? So, und hier kann ich jetzt theoretisch die Kämpfe oder die Spiele nochmal wiederholen. Wir warten hier. Kämpfe ist hier wahrscheinlich der falsche Begriff. Kann ich mit dir auch nochmal reden? Ne, nur der eine Bruder erhebt hier seine Stimme im Gespräch mit uns. Na gut. Ich möchte noch weitere Spieler haben, aber man sieht das hier. Warte, irgendwie hattet ihr mir mal gesagt. Ich habe das ja auch selber schon gesehen. Hier sieht man doch die Anzahl der Spieler. 1 von 3. Das heißt, noch 2 weitere Spieler gibt es hier in der Region insgesamt. Muss am Ende nicht im Fischerdorf sein, aber ich glaube, das hätten wir hier auf der... Ach doch, hier. Hier, Isabella. Genau, das ist die zweite. Und der dritte Spieler wird dann wahrscheinlich irgendwie in Junon Hauptstadt sein oder so. Na gut, wo bin ich stehen geblieben? Stets zu Dienst. Mit Aerith zu quatschen ist auf jeden Fall unser Hauptziel scheinbar. Sie hatte uns ja auch zur Herberge oder, Moment, ins Hotel eingeladen. Hallo Cloud, hat es dich auch nach Unterjunon verschlagen? Dieser Ort erinnert mich an die Slums von Midgar. Vermutlich, weil sowohl hier als auch dort der Himmel nicht zu sehen ist. Die Assoziation kann ich nachempfinden. So, wir können jetzt hier... Das habe ich beim letzten Mal schon nicht verstanden, ob das tatsächlich empfehlenswert ist, das mehrere Male wegzukaufen. Ich würde eigentlich sagen, nicht. Weil wir haben das ja. Ich lasse das erstmal. Kampfsimulator. Entschuldige meine Nachfrage, aber ich habe... Aber ich weiß nicht, ob... ich weiß gar nicht mehr, ob der... Ich könnte jetzt natürlich... Okay, komm, ich guck mal eben kurz. Ich bin nämlich gar nicht mehr darüber im Bilde, wenn er irgendwann mal mit Quatschen fertig ist. Alter, Chesley, ey. Dass es aber auch ausgeixt ist, dass du mit dem nochmal sprechen kannst, während der am Quatschen ist. Ich überrede dich jetzt einfach immer. Nicht zu etwas überreden im Sinne von, ich quatsch einfach über dich. Also, nicht über dich im Sinne von... Ach, ihr wisst schon, man kann alles immer so doppelt und dreifach auslegen. So, den Esper-Kampf gibt's noch. Da fehlt mir aber noch der dritte Schrein, richtig? Ein Kuller ist noch so dunkel. Das hier könnte man theoretisch machen. Ich glaube, damit starte ich in der nächsten Folge. Hier gibt's auch noch was. Aber Stufe 22? Ich glaube, wir sind auf 24, ne? Ich glaube, das sollte eigentlich hinhauen. Na gut, Chatley, wir haben auf jeden Fall ein Date fürs nächste Mal, okay? Ich hoffe, du versaust mir damit dann nicht wieder die ganze Folge. Aber zuletzt hat das ja ganz gut funktioniert, als ich ihn besucht habe gegen Ende in den Graslanden. Hi! Kundschaft! Ein ganz herzliches Willkommen! Guten Tag. Die klang ein bisschen aufgeregt. Du musst nicht nervös sein, nur weil Cloud Strife vor dir steht. Der ist auch ein Mensch, der
jeden Tag auf Klo geht und sich den Hintern hoffentlich mit Klopapier abwischt. So, BDK Booster Pack. Ein Booster Pack für Blut der Königin enthält folgende Karten. Ach, dafür steht BDK. Jetzt kann ich das auch einordnen. Wow, Hauptsache ich habe die Brüder erstmal besiegt ohne dieses Booster Pack. Kriecher, Archendrache. Ah, ich habe mein Deck jetzt gar nicht mehr angepasst. Aber wenn ich dran denke, kann ich das offscreen machen. Aber ich wollte offscreen... Oh, irgendwann am Anfang der Folge hatte ich auch gesagt, ich mache irgendwas offscreen. Ich habe den Überblick verloren. Aber jetzt gerade erinnere ich mich an die Karten. Ich glaube, das kriege ich noch hin. So, ansonsten haben wir eigentlich alles. War das nicht die Waffenhändlerin? Nee, ne, der Waffenhändler war, glaube ich, irgendwo gegenüberliegend. Ja, ich kaufe mal noch zwei Wachmacher, damit wir da auch eine 10 zu stehen haben. Und der Rest, den kann man eigentlich erstmal so lassen. Gerne, Krämerin. Du hast eine sehr unruhige Stimme. Die sieht aus wie die Tochter von Roberto Blanco. Wie heißt die nochmal? Oh, ich habe ihren Namen vergessen. Die auch so zwischen diversen Trash-Formaten immer hin und her tingelte. Ich glaube, irgendwas mit B. Ah, ich bin mir nicht mehr sicher. So, okay, warte mal. Dann haben wir hier eine Herberge. Ach, das ist einfach nur die Bank, die damit gemeint war. Alles klar, dann habe ich das auch verstanden. Barrett, mein Bester. Der hat auch ein Smiley. Sehr gut. Ein tolles Fischerdorf ist das hier. Die dürfen nicht mal raus mit ihren Booten. Irgend so ein idiotischer Befehl von oben. Will heißen, ohne Shinras Erlaubnis sticht hier niemand in See. Wenn wir unser Versprechen halten und hier keinen Ärger verursachen wollen, können wir uns eine Schifffahrt also abschminken. Früher brauchte man anscheinend kaum rauszufahren, da waren die Netze schon voll. Aber seit sie unten auf dem Meeresgrund den Reaktor hingestellt haben, wimmelt's von Ungeheuern. Jetzt herrscht Ebbe im Kescher. Was Shinra auch anpackt, es geht alles vor die Hunde. Ein tolles Fischerdorf ist das hier. Ja, außer deren Geldbeutel und Gehälter. Die machen sich wahrscheinlich gut die Taschen voll mit dem ganzen Krempel hier. Oh, es juckt meine Nase. Aber das ist schon traurig, ein Fischerdorf, wo nicht mehr gefischt werden kann. Das ist schon, das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir den ersten Fischer hier auch antreffen, der uns sein Leid klagt. Vielleicht sind wir an solchen auch schon vorbeigelaufen. Ich nehme ja immer nur mit einem Auge wahr, was die hier links und rechts von uns so erzählen, wenn das immer so eingeblendet wird. So, ist es überhaupt sinnvoll, jetzt hier nach unten zu laufen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich werde jetzt hier... Oh mein Gott, wie weitläufig das alles ist. Das sah am Anfang alles so kompakt überschaubar aus, aber hier könnte man zu Materia eventuell hinkommen, die wir von oben gesehen haben. Da könnte sich eventuell so ein kleiner Kreis schließen. Jawollo. Bist du eine, die neu ist? Oder kennen wir dich schon? Materia TP Boost. Ne, die ist uns schon bekannt. Aber TP Boost ist durchaus okay und für Mehrfachnutzung in Frage kommt, sage ich mal. Und Ether. Sehr schön. Das ist ja fast mindestens genauso wertig. Gut, ihr Lieben, dann werde ich an dieser Stelle, hier in dieser hintersten Ecke, wo, keine Ahnung, uns keine Menschenseele jemals finden würde, den Part beenden. Ich werde offscreen schon mal mein Deck so ein bisschen optimieren, euch zu Beginn der nächsten Folge zeigen, was ich gegebenenfalls von den neuen Karten auch mit reingenommen habe. Und dann machen wir beim nächsten Mal hier im Fischerdorf weiter. Ich freue mich, bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!